Ja, Smokersnuss TV vor Ort, heute im Vogelsbergkreis in Mittelhessen, genauer gesagt in Schlitz. In Schlitz gibt es eine wunderschöne Destillerie, die Schlitzer Destillerie. Schlitz ist eine Burgenstadt, da kommen wir gleich dazu, dass auch die Schlitzer Destillerie mit den Burgen einiges im Marketing im Sinn hat, mit ihren Produkten im Sinn hat. Und wir haben das Glück, hier heute den Geschäftsführer Tobias Wiedelbach anzutreffen. Guten Morgen, Herr Wiedelbach. Ja, hallo, grüße Sie, vielen Dank. Herr Wiedelbach, ganz kurz zu Ihrer Person. Wie wird man Geschäftsführer einer Schlitzer Destillerie? Ich bin sozusagen etwas ein Heimatgetriebener. Also mein Wohnort ist angrenzend hier, 14, 15 Kilometer an Schlitz angrenzend. Und war in der Vergangenheit eher so im Rhein-Main-Gebiet beruflich tätig und wollte aber dann aufgrund der familiären Situation, Frau, Kinder, Haus und Hof, zurück in die Heimat. Und da hat sich das dann so ergeben, dass gerade halt auch hier jemand gesucht wurde, der die Geschäfte leitet. Und entsprechend ist es dann auch so gekommen. Genuss, das ist ja eine ganz besondere Geschichte. Man muss Genuss ja nicht lernen. Ich denke immer, Genuss ist einem Menschen drin, einem gegeben. Natürlich muss man bestimmte Produktlinien, Produktarten dann intensiver kennenlernen. Seit 1585 gibt es diese Destillerie. Das ist ja eine der ältesten in Deutschland, wie ich so gehört habe. Wie sind denn die Wege von 1585 bis 2019 gewesen? Ja, es ist tatsächlich eine sehr lange Historie. 1585 ging es hier tatsächlich los in einem kleinen Ort Sandlofs. Es war hier immer gräflich in Schlitz, das heißt der Graf von Schlitz, der Graf Eustach zu Schlitz, hat zur damaligen Zeit eine Brauerei errichtet, die Auerhahnbräu, auch noch aktiv 1585, und gleichzeitig dazu einen Brennkessel aufstellen lassen. Und das war dann der Beginn der Schlitzer Korn- und Edelobstbrennerei oder Schlitzer Destillerie, wie es jetzt dann auch eher genannt wird. Und das ging dann in gräflicher Hand bis 1969. Sprich, in dieser Zeit 1585 bis 1969 wurde hier hauptsächlich auch Weizen aus der Region nicht nur zu Bier oder Brot verarbeitet, sondern auch zu Korn. Und den machen wir hier traditionell aus Weizen. Und der wurde damals schon in Holzfässern gelagert und so auch noch heute. Und in 1969 wurde die Brennerei verstaatlicht zur hessischen Staatsdomäne. Und hier wurde dann Alkohol für das Land Hessen hergestellt. Mhm. Und auch hier hat es dann ein Ende gefunden in 2006. Die Brennerei sollte privatisiert werden. Sprich, das Land Hessen hat die Brennerei verkaufen wollen. Und da aber die Tradition und die Leidenschaft an die Brennerei von den Schlitzer Ländern oder wie die Einwohner hier heißen, so stark geprägt ist, wollte man diese Brennerei nicht in fremde Hände geraten lassen. Dass hier irgendwann mal die Marke verschwindet, die Tradition und auch die Leidenschaft zu den Produkten. Und dann hat tatsächlich sich die Stadt Hünfeld mit der Stadt Schlitz zusammengefunden, die Brennerei zu erwerben. Und seit 2006 ist nun die Schlitzer Destillerie ein Unternehmen, was zu 90% der Stadt Schlitz gehört und 10% der Stadt Hünfeld. Das ist eine GmbH. Genau, eine GmbH. Sie sind der GmbH-Geschäftsführer. Richtig, genau. Ich bin der GmbH-Geschäftsführer. Ja, das war Einblick in die Historie, Einblick in die Company. Die Grundprodukte Korn haben Sie ja schon erwähnt. Wie ist das dann weitergegangen, dass man sich zu neuen Produktarten entwickelt hat, beziehungsweise den Mut hatte, auch neue Produktarten hier zu destillieren und aufzunehmen? Ja, das hat sich natürlich relativ zeitig schon ergeben. Das heißt, so 70er, 80er Jahre wurden andere Produkte mit aufgenommen, insbesondere der Burgenkümmel, der wahrscheinlich auch der bekannteste Artikel ist, den wir im Sortiment führen. Der hat auch das weiteste Verbreitungsgebiet, das ist ein Kümmellikör. Und man hat dazu dann weitere Fruchtliköre aufgesetzt und natürlich auch Obstbrände und Whisky.
Das haben wir schon in der neueren Zeit angelangt. Also Whisky ist ein großer Bestandteil, glaube ich, bei Ihnen geworden. Whisky hat sich auch sehr bekannt gemacht. Whisky in Deutschland ist überhaupt ja ein großes Thema geworden. Am vergangenen Wochenende haben Sie hier den Tag des Whiskys, der in Deutschland ausgeschrieben wird, bei allen Whisky-Destillationen mitgefeiert. Ja, Whisky hat sich nicht nur in Schottland und Irland und auch bei den Amis sozusagen durchgesetzt, sondern ein deutsches Produkt geworden. Ja, ist richtig. Auch die Schlitzer Destillerie hat sich bereits 1984, 85 mit dem Brennen von Whisky beschäftigt. Das war zwar nicht so ganz gewollt, sondern das war so ein Mehrkauf von Gerstenmalz zur damaligen Zeit. Das wurde dann eingelagert, weil wir das Malz zur Verzuckerung von dem Korn nehmen. Und 25 Jahre später hat man dann entdeckt, dass Whisky tatsächlich in den Fässern liegt. Wir sind hier denkmalgeschützt und jeder Quadratmeter wird halt auch so ein bisschen genutzt, um Lagerfläche zu bilden. Und da waren mal die ein oder anderen Fässer unzugänglich über mehrere Jahre, wurden dann später entdeckt und man stellte fest, es ist Whisky enthalten. Und damit haben wir auch einen der ältesten deutschen Whiskys überhaupt produziert. Whisky ist, Gin kam, Gin ist noch da. Den Gin haben Sie auch verpackt in eine Unternehmensphilosophie, die irgendwas mit den Burgen in Schlitz zu tun hat. Genau, die Stadt Schlitz ist ja auch die Burgenstadt Schlitz, durch die Historie auch gebunden, weil hier in Schlitz natürlich auch noch viele alte Gemäuer sind, der alte Burgenring, der Vorderturm, der Hinterturm. Das prägt unser Stadtbild und gerade auch, weil auch der Gesellschafter auch noch die Stadt ist mit der Burgenstadt, passt es natürlich auch sehr gut, wenn die Schlitzer Destillerie entsprechend auch Burgen, Kümmel, Burgen, Korn und auch Burgendrinks letzten Endes dann auf den Markt bringt. Und jetzt kam der Burgen-Gin. Und Sie sind nicht der Ansicht, dass die Gin-Angebote am Markt zu groß sind, dass zu viele Gins sogar mittlerweile am Markt ist? Oder kann man auch hier sagen, gut setzt sich durch? Ich würde schon sagen, gut setzt sich durch. Vor allem, dass der Trend Gin, wie ich es feststelle, weil wir hier eher ländlich geprägt sind, der kommt erst hier immer mehr auf das Land hinzu, auf die ländliche Gegend. Die Trends beginnen ja immer in Großstädten und irgendwann kommen die ein paar Jahre verzögert auch auf dem Land an. Und es gibt mittlerweile ja, fast jede Stadt hat ihren eigenen Gin. Bestimmte Unternehmen machen aus ihren, ich sage jetzt mal, Spezialgewürzen Gin. Es ist so viel. Das ist zum Beispiel den hessischen Gin mit den 7 Kräutern der grünen Soße auch, ne? Genau, oder aber auch, wenn ich an den Gewürz-Gin denke, an Stehgewürz-Gin von anderen Partnern, da ist so viel Variantenvielfalt und die Kunden freuen sich immer, wenn es was Neues gibt. Sicherlich werden die ein oder anderen Sorten im Laufe der Zeit auch verschwinden, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Trendthema Gin noch lange nicht abgeschlossen haben und zeigt sich ja auch in den Zahlen, in deutschlandweiten Zahlen, dass Gin immer noch am Wachsen ist. Nun gibt es ja Destillerien, die ständig weiterentwickeln. Das gibt es in der in unserer Heimat, in der Zigarrenbranche auch immer noch ein neues Produkt. Muss immer noch ein neues Produkt sein? Muss man immer noch in neue Produktwelten einsteigen? Oder gibt es wirklich Dinge, wo Sie sagen, da könnte man noch mal einen Fuß fassen? Teils sehe ich es so. Das setzt sich der Kunde bestimmt letzten Endes, was bleibt auf dem Markt. Und wenn sich ein Produkt halt richtig manifestiert und die Absatzzahlen stimmen, wäre es natürlich fatal, den auch einzustellen. Auf der anderen Seite kann man auch andere Varianten, die jetzt nicht so gut auf dem Markt angekommen sind, durch andere ersetzen und wieder neue Reize setzen, was Neues anbieten und dann die Kunden halt entsprechend begeistern. Sie vertreiben über die Gastronomie, also beziehungsweise sind durch den Vertrieb in der Gastronomie vertreten, sind im Großhandel vertreten. Wo finde ich Sie noch? Im Internet, ne? Im Internet, genau, dann natürlich die Handelsketten, Rewe, Edeka, Teegut, aber wir sind ganz klar regional strukturiert, was den Vertrieb angeht, weil wir eine kleine mittelständische Brennerei auch sind und entsprechende Kapazitätsgrenzen haben. Und unser Vertriebsgebiet erstreckt sich so 100 Kilometer um den Kirchturm herum, das heißt bis Kassel hoch, ins Rhein-Main-Gebiet gerade so, bis Hanau und Marburg, Gießen bis Erfurt.
Neue Produkte, da haben Sie jetzt noch nicht drauf reagiert. Irgendwas im Hinterkopf? Ja, natürlich. Es wird beim Gin haben wir jetzt erst aufgesetzt. Wir haben da nochmal neue Produkte auf den Markt gebracht mit dem Burgen Gin Donkey Kong oder dem Burgen Dry Gin, dass wir nochmal zwei weitere Varianten in den Markt, im Markt platziert haben. Aber auch im Bereich Whisky wird es sicherlich noch die ein oder andere Spezialabfüllung geben, die jedoch nicht in den Handel gehen wird, weil einfach die Chargen auch hier zu klein sind. Das ist eher was für den Fachhandel und den über den direkten Vertrieb. Nun habe ich gehört, dass Sie auch ein Genussmensch sind. Das geht ja eigentlich aus der Produktfamilie auch hier hervor. Aber wie ich gehört habe, sind Sie auch Zigarrengenießer, Aficionado. Gönnen Sie hier und da ein schönes Zigarrchen zum richtig passenden Produkt. Was sind denn für Sie die wirklich passenden Produkte zur Zigarre? Ja, also muss eigentlich der Whisky sein, müssten Sie jetzt sagen. Es müsste eigentlich der Whisky sein, ist es jedoch bei mir nicht. Ich bin eher, wenn ich eine Zigarre rauche, eher auf was Milderes, oder wünsche ich mir eher was Milderes, was auch eine gewisse Süße mitbringt. Bei mir bringt ein strenger Whisky oder unterdrückt ein strenger Whisky eigentlich die gute Zigarre. Und deshalb weiche ich gerne auch mal hier auf einen guten Rotwein aus oder auch, aber auf unseren 812er hier. Das ist ein Cuvée aus Whisky, gelagertem Korn- und Portwein, der auch eine gewisse Süße mitbringt. Und das schmeckt mir zur Zigarre persönlich besser wie ein rauer oder wilder Whisky. Das hört sich gut an. Also letzteres würde mich auch interessieren. Insofern sage ich vielen Dank für das Gespräch. Unheimlich tolle Ansatzpunkte. Ich bin gespannt, wie unsere Leserschaft darauf reagiert und wo Anfragen kommen. Die Adresse blenden wir ja ein. Da wird man bestimmt auf Sie zukommen. Herr Wiedelberg, super, vielen Dank. Herr Wild, ich danke Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.